welche Richtung geht die Reise in Sachen Energieversorgung? Oder bin ich auf dem Weg in 2000 Watt Gesellschaft? Diese Themen sind am sogenannten Energieapero im Kronomatsaal im Zentrum gestanden. Wohin soll denn die Energiereise von Binigen gehen? Also Binigen verpflichtet sich im gleichen Ziel, wie das auch der Bundesrat macht mit der Energiestrategie 2050, nämlich durch CO2-Neutralität. Also unser Ziel ist, dass wir komplett CO2-neutral sind. Das betrifft einerseits selbstverständlich die Wärmeversorgung, wo wir ja schon länger dran sind, versuchen nur auf erneuerbare Energien zu setzen. Das ist nicht ganz einfach. Wir haben das Projekt Wärmeschiene Leimetal, das gestorben ist, wo wir haben neu aufgleisen, wo wir an neue Themen oder neue Modelle dran sind, wo wir aber doch zuversichtlich sind, dass wir dort entscheidende Schritte weiterkommen. Ein anderer Bereich ist die ganze Energieversorgung, sprich das Thema Strom. Die Gemeinde Binigen versorgt die eigenen Liegenschaften schon heute so weit wie möglich mit Solarstrom und fördern, dass private Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer nach Möglichkeit Solarzellen auf ihre Dächer machen, wo sie mit Strom können versorgen. Wir kaufen nur Ökostrom ein, also wir den nicht Atomstrom beziehen, so dass wir auch dort können sicherstellen, dass der Strom super produziert wird, erneuerbar, und versuchen so unseren Beitrag zu leisten. An dem oben ist auch der Binigo Energiepreis verliehen worden, und zwar an Karin und der Martin Wegmüller, die sich zur Installation von einer privaten Photovoltaikanlage entschlossen haben. Welche Erfahrungen haben Sie bis jetzt damit gemacht? Die ist sehr gut. Einerseits waren wir sehr zufrieden mit der Firma, die uns das installiert hat. Und wir produzieren eigentlich mehr Strom als erwartet. Ja. Deutlich mehr als eigentlich auch die Anlage, die Spezifikationen hat bekannt gegeben. Ist eigentlich jetzt die Produktion deutlich höher. Wir sind immer mehr Menschen mit mehr Mobilität und einem steigenden Energiebedarf. Damit stellt sich die Frage, ob der Plan von einer 2000-Watt-Gesellschaft überhaupt aufgehen kann. Dazu nochmal die zuständige Binigo Gemeinderätin. Das ist das Thema Suffizienz, oder? Wo ich muss ehrlich sagen, da haben wir jetzt konkret keine Strategie, wo wir sagen, wie gehen wir die Suffizienz an. Was natürlich sicher ein Thema ist, wir fordern die Leute dazu auf, neue Geräte zu haben, also Geräte, die energiesparend sind, wo Energieklasse A++ oder was auch immer gerade der beste Standard ist, dass sie dort gute Standard haben. Wir haben selbstverständlich Gebäudeprogramm auch, wo der Kanton fördert, die wir mit unserem Energieprogramm, das wir selber haben, unterstützen, dass die Leute ihre Gebäude auch so dämmen, dass möglichst wenig Energie vom Gebäude verloren geht. Das ist ja einer der grössten Treiber. Wir versuchen, erneuerbare Mobilität zu fördern, mit Elektroladestationen, wo ich hoffe, dass wir jetzt dann auch wieder einen Schritt weiter sind. So, dass wir einerseits auch auf der Verbrauchsebene natürlich können zurückfahren können. Und ein anderes Thema eben, das ist die Suffizienz, oder? Dass wir heute, und das ist der Mensch nicht frei von Widerspruch, das sind wir alle nicht, wir wissen, dass wir weniger Strom sollten brauchen, aber wir haben zum Beispiel ein Smartphone, das fast Tag und Nacht im Betrieb ist, wo wir ständig damit arbeiten, wo wir halt auch regelmässig wieder aufladen müssen. Und dort gibt es vielleicht die Frage, ob man es dann auch mal ein paar Stunden abschalten kann oder ob man es mit Solarenergie aufladen kann. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich denke, ja, dort müssen wir uns alle auch selber ein bisschen an der Nase nehmen. Wir sind auch beim Thema Licht übrigens, kommt man in den Sinn. Wir haben ja auch Bestimmungen im Polizeireglement, da sagt man, Lichtemissionen sollten vermeiden. Das hat einerseits einen Umweltaspekt wegen der Lichtverschmutzung, aber hat natürlich auch einen Energiespareffekt. Wenn man alle die Lichter ablöscht, die es nicht braucht in der Nacht, dann kann man wieder ein bisschen besser schlafen. Den nachtaktiven Tieren gibt man den Raum, und man kann einfach auch Energie sparen, die sonst sinnlos in die Nacht rausleuchtet. Also so gibt es ganz viele kleine Stellschrauben, wo man daran und wo am Schluss hoffentlich im Großen und Ganzen dann eben in der Summe von allen Massnahmen reichen, dass wir das Ziel irgendwann erreichen.